Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxes. Wir spielen Weekend League, wenn es gut läuft, zwei Spiele. Und ich merke gerade, ich habe das falsche Team, weil ich muss natürlich mit der Bundesliga spielen. Mit der Bundesliga? Bin ich blöd? Mit der Calcio? Ja. Letztes Spiel Nainggolan. Ich will noch mal kurz gucken. Ja, da ist Rechtsfuß, ne? Ja, da ist Rechtsfuß. Vier Spiele noch mit Donnarumma. Dann schaue ich wieder, wie es aussieht mit einem anderen Torhüter. Aber wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass es Donnarumma bleiben wird. Weil ich glaube, Handanovic ist der erste Torhüter, der dann besser ist, der interessant ist von den Werten her. Ich weiß gar nicht, ob es auch noch 83er und 84er Torhüter gibt in der Calcio-A-Mannschaft. Hä? Warum verlässt er denn? Hab doch gerade okay gedrückt, nicht so ungeduldig. Und ich bin mal gespannt, wie Philippe Andersen weiterspielt. Ich glaube, ich habe nämlich so ein bisschen Unrecht getan. Er scheint ja jetzt vor allem seine Scorer-Punkte zu machen. Wobei das auch immer nicht schwer ist in Spielen, wo man halt 100-0 gewinnt oder so. Was haben wir denn hier? Ja, moderates Team auf jeden Fall. Was sind das für Stürmer? Hawk, Sniper, Basic. Okay, die sind, glaube ich, schnell. Ich werde mal auf Defensiv gehen. Müssten schnelle Stürmer sein. Jetzt dachte ich mir schon, dass er den anspielt. Genau das will ich zudecken. War natürlich schwierig so aus der Drehung. Und Jesus, ich weiß nicht, wie seine Schusswerte sind, aber... Ist glaube ich auch nur ein 81er, also er kann ja nicht in allem geil sein. Mit Hawk werden natürlich auch seine Schusswerte geboostet. Nicht so optimal. Das war jetzt wieder FIFA 13 Style. Auch nicht optimal, würde ich sagen. Das so zu spielen. Ja, schwacher Pass. Man muss halt Philippe kurz bleiben, dann klappt das. Zappa Costa. Oh, da war ich da quasi dran. Das ist ein Schuss, den hat Donnarumma. Hat nicht die besten Ballsicherheitswerte, aber dafür reicht's. 78 hat er. Ein bisschen geboostet durch Basic Chemistry Style. Stellungsfehler. Schön gemacht mit El-Sharabi. Ach, nicht drehen. Ich habe doch direkt auf Schießen gedrückt. Das war scheiße. Hätte ich jemanden anders ablegen sollen und nicht auf den, der angerannt kommt. Ich hätte gerne mal einen Seitenwechsel über eine Flanke zu machen. Ah, der Glück hat, dass der ankam. Fehlpass. Machen es, glaube ich, abwehrmäßig ganz gut zurzeit. Da haben wir ein bisschen Pech. Ah, sehr schön. Kommen aber echt wenige Fouls vor, finde ich. Böser Fehler, böser Fehler. Da kann teuer werden. Mal gucken. Sehr schön mitgelaufen. Ja, es ist... Okay, der Fehler wird zum Glück nicht teuer. Schade, Idee war gut. Ich sag ja, macht gerne mal einen Seitenwechsel über.
Da wollte ich ihn eigentlich nicht hinspielen, aber ja. Musste ich dann doch noch rangehen. Jesus war ein Tick zu schnell für diese Aktion. Wollte ihn eigentlich einfach nur rausgehen lassen. Bin ich ganz zufrieden mit meinem Spiel nach vorne, muss ich zugeben. Bisschen weniger reden, bisschen mehr konzentrieren. Wieder das Seitenwechsel mit der Flanke. Und wieder. Foul. Macht er nicht schnell? Nee. So, bisher haben wir noch keinen direkten Freistoßtreffer kassiert, aber wir haben noch keinen gemacht. Ich habe zwar schon mal einen gemacht, aber offline bei FIFA 18. Mit Freunden. Da rennt ein bisschen mehr auf den Ballführer drauf. Scheint auch ein ziemliches Pressing zu spielen. Auf jeden Fall verschieben seine Spieler wahnsinnig auffällig. Elfmeter, also sorry, aber was war das denn? Das war auch diesmal auf jeden Fall ein ganz klarer Elfmeter, wie er da reinstürmt. Das kommt aber, wenn man zu viel körperliche Masse mitbringt, ne? Die Schwungkraft ist dann zu groß. Sorry, aber wenn er das so reingeht. Ich meine, es war jetzt kein aggressives Tackling oder so. Also es scheint so zu sein, dass in der Weekend League die Anzeige ausgeschaltet ist, wie man schießt, und in der... Na, ich schieß mal so. Oh, er hält ihn wirklich, krass. Aber auch erst super spät ist er in die Ecke gesprungen und hat ihn trotzdem gehalten, weil er halt nicht so platziert war, aber... Wie gesagt, lieber auf Sicherheit gehen, als ihn dann selber zu verschießen. Weil wenn er in die falsche Ecke springt, ist er so oder so drin. Und das passiert ja meistens. So, jetzt konzentrieren wieder. Das ist zwar ärgerlich, aber egal. Gefällt mir nicht, war wieder ein sinnloser Scheißpass. Schöner Schuss, Tick zu hoch. Schade. Och, Gulam, du bist. Dieser dumme Idiot, ey! Dieses Tor ist nur Gulam ist dieses Tor. Den habe ich nicht gesteuert und er lässt sich so beschissen überrennen, weil er einfach wieder stehen bleibt und ein Stück zurückgeht, statt weiterzulaufen. So ein Idiot, ey. Wenn wir jetzt das Spiel verlieren, dann haben wir wirklich alles durch in FIFA 18. Elfmeter vergeben, Spiel verloren. Meine Fresse, nur wegen dem Trottel Gulam. Eigentlich ein guter Außenverteidiger, aber so dafür eine Scheiße gebaut hat. Und da schenken wir den meiner Meinung nach eher schwachen Gegner ein leichtes Tor. Herzlichen Glückwunsch. Okay, das Tor war nicht mal leicht, davon mal abgesehen. Jesus macht da auch ein ziemliches Traumtor draus. Aus dem Winkel. Oh mein Gott, das ist. Sowas regt mich auf. Richtig beschissener Schnitzer der CPU. Die muss ja nichts machen, aber bitte. Ich meine, ich erwarte ja nicht mal, dass die geil mitläuft, sondern einfach nicht stehen bleiben und dann sogar noch dem derjenige, der angerannt kommt mit einem Ball, entgegenlaufen. Bleib doch wenigstens einfach dort stehen, wo du bist, dann steuere ich dich selber weiter, Idiot. Mann, Mann, Mann. Das ist jetzt bitter gewesen. Und dann natürlich in der super schwierigen Abschlusssituation wird dann der Fehler bestraft, indem das Scheißding auch noch reingeht.
Müssen wir jetzt wieder konzentrieren und es ist nur ein 1-0. Na also, erstens die Karte wieder mit einem schönen Abschluss und zweitens der Ausgleich, der wichtige Ausgleich, und der war auch ausgespielt. Nice. Hat man hier gerade die schreienden Stimmen gehört von den Jubelnden in der Kamera, oder was war das gerade für ein Schrei? Das wäre noch gar nicht aufgefallen. Schöner Pass und dann direkt Abnahme mit seinem schwächeren Linken. Nice. So, und jetzt bitte nicht wieder irgendeinen Dreck von Gulam, der mir das Spiel versaut. Konzentrieren. Schön von Nichtsteiner. Zu optimistisch der Pass. Sehr gut mit Benatia. Oh, was für ein Pass von Philippe, aber er hat wahrscheinlich auch wieder keinen guten langen Pass, das ist das Problem. Jesus kommt mal wieder über die Pace. Schade. Gut mit Nainggolan. Fellaini ist doch ultra langsam. Wie will er denn mit denen El Shaarawy verfolgen? Genauso war es geplant. Ich wollte wirklich auf den langen Pfosten flanken, weil ich nämlich gesehen habe, dass Felipe Anderson. Ist so geil vor der Kamera. Wir gehen einfach mal durch die Leute durch. Die stehen nicht fest da. Und ja, ich muss sagen, Philippe Andersson, ich habe ihm Unrecht getan. Er spielt sich gut, er macht Tore, er macht Scorerpunkte und könnte sogar die meisten bisher gemacht haben als Außenmittelfeldspieler. Und genau da wollte ich hinflanken und ich wollte auch ins lange Eck schießen. Es hat funktioniert, sehr geil. Und jetzt führen wir 2-1 und haben das Spiel gedreht. Ich hoffe mal, dass wir es jetzt auch gewinnen. Oh, oh. Oh, ich wusste, dass er da hinpasst und hab's nicht geschafft zu verhindern. Ey, wenn der reingegangen wäre. Heideröslein. Hat man ja eigentlich auch den Ball schon wieder fast. Oh, ich ziehe ne mega auf, weil ich wusste, der braucht ein bisschen, bis er den überholt. Und er schafft's nicht, den weiter zu spielen. Das war echt ärgerlich mal wieder. Könnten eigentlich mal Lemar einwechseln, fällt mir gerade so ein. Das ist ein Spiel, wo sich das noch lohnen kann. Schade, hat keinen wirklichen Fehler gemacht, hat mir da nichts angeboten, Dreckspass von mir. Die stehen genau da, wenn jetzt ein Tor fällt, drehe ich durch. Zum Glück nicht. So, El Shaarawy, mach's nochmal. Überrennen alle, er hat nicht mehr die Power. Diesmal ist es auch nicht Fellaini und wir hatten, ach Gott, hatten auch nicht den Platz und die Zeit rechtzeitig zu flanken. Oh, das hat er gut gemacht. Wir aber eigentlich auch. Oh mein Gott. Was? Wie kann denn der reingehen? Der Donnarumma war doch auch noch dran. Scheiße. Müssen wir uns aber zum Teil müssen wir uns selber ankreiden, aber das sind zwei so krasse Tore, die er da macht. Oh mein Gott. Die gehen halt auch überhaupt nicht jedes Mal rein. Fuck.
Aber egal, wen wechseln wir jetzt? Tja, Anderson macht mir eigentlich schon Spaß, aber Escharawy ist da in Form, komm. Ein bisschen muss ich danach gehen. Eigentlich könnte ich mir mal noch einen Sechser reinbauen, also einen defensiven Wechselspieler. Aber die Frage ist, ich habe es mit FIFA 17 ja eigentlich immer so gemacht, dass ich immer offensive Wechsel gemacht habe. Mann! Drüber, warum? Das war doch eine super geile Position und Situation. Ich wirklich so scheiße aufgezogen, kann ich mir fast nicht vorstellen. Oh, so ein Pass darf eigentlich auch nicht kommen, über so eine Distanz. Naja, konzentrieren wir uns, machen noch schnell das 3-2, bevor es vorbei ist und wir nicht in die Verlängerung gehen müssen. Wieder zu straff aufgezogen anscheinend. Scheiße. Oh, da waren wir eigentlich auch fast schon wieder da mit Nainggolan. Ist jetzt eigentlich den Margen gewechselt worden, oder? Ja, ist er. Haben wir ein bisschen Glück. Zu spät der Pass. Und jetzt gibt es einen fetten Konter. Oh, zum Glück weicht er ab. Da haben wir Glück gehabt. Schade, ich denke. Gerade auch wenn man sich anschaut, wie die Tore beim Gegner fallen, war das eigentlich schon, ja, wäre es schon ein knapper Sieg verdient für mich. Aber egal, wir machen den einfach jetzt. Warum spiele ich ihn hier auf sehr defensiv? Ich hatte doch eigentlich nur mit einem Tor geführt, da spielt er eigentlich nur auf defensiv, nicht auf sehr defensiv. Das wollte ich abdecken. Dann haben wir mal das mit. Warum spiele ich das denn? Es war so klar, dass das Scheiße kommt. Sehr gut mit Mustachio. Ist leider gar niemand. Oh, krass, wie ihn El Sharabi echt noch ins Spiel annimmt. Sehr gut. So, Kopfballtor. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, bisher haben wir mehr Elfmeter verloren als gewonnen. Also, haben wir, glaube ich, zweimal die Elfmeterschießen verloren. Und einmal haben wir es gewonnen. Ich brech ab! Ich brech ab mit El Sharabi! Er rennt trotzdem hin! Ist die Tastenkombination anders oder was? Fürs Abbrechen vom Laufen? Gibt's doch gar nicht. Zum Glück ein schwacher Abschluss.
Oh, hätte ich auch flach spielen können, glaube ich. Und dann wäre er auch geiler gekommen und Lemar hätte ihn annehmen können. Und wir wären noch im Ballbesitz. Was ist das denn? Also danke, weil das macht er mich ja ultra leicht. Ich spiele eine Extrastraf. Okay, es war aus der Drehung, ich gebe es zu. Aber ich spiele eine Extrastraf. So, aber trotzdem, ich bin nicht zufrieden mit meinem Angriffsspiel. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Zu leichte Fehlpässe, wo einfach total offensichtlich ist, dass das nicht funktionieren kann. Ich muss das verwenden, was mir der Gegner anbietet. Und das mache ich irgendwie nicht ganz so gut gerade. Jetzt bietet er mir zum Beispiel an, hier mit Lemar durchzulaufen. Oh, da haben wir fast nochmal den. Abgefälscht! Wow! Ja, die Abgefälschten gehen irgendwie nicht rein. Ist auch nicht. Das ist schon das dritte Mal in den letzten Spielen, dass da gefährlich abgefälscht wird und es passiert nichts. Na, hier ist doch niemand. Hier ist doch niemand. Och, und er schafft es, weil mein Nainggolan stirbt. Warum platziert er sich denn hinterm Spieler? Da war doch nur Platz, Mann. Sorry, aber schlecht gezielt. Das war auch keine gute Position für den Abschluss. Ich meine, okay, dieser Jesus hat ja schon zwei Traumtore geschossen. Er kann er scheinbar von überall. Eigentlich gut gemacht mit Gulam. Sehr gut. So, letzter Angriff. Das war's. Letzten Angriff verspielt. Oder? Ja. Scheiße, schon wieder Elfmeterschießen. Egal, konzentriere dich. Ich habe im letzten Elfmeterschießen gut gespielt. Ich hatte einfach Pech, dass ich verloren habe.
Oh, ich wollte viel weiter nach links schießen. Fuck! 3 gegen 1, Elfmeterschießen verloren. Och Mann. Kotzt mich das an. Ich wollte viel weiter nach links schießen. So ein Scheiß. Oh, jetzt haben wir schon wieder verloren. Fuck! Ich spiele in der Weekend League viel besser als in der letzten und es läuft viel beschissener, finde ich. Bittere Niederlage. Fuck! Das ärgert mich aber. Oh, ist das bitter. 10 Spiele, 9 Scorerpunkte. Ich sag doch, der Felipe Andersson. 29 Spiele, 14 Scorerpunkte. Ja gut, die haben wir jetzt noch nicht lang. 3 Spiele keiner. 3 Spiele 2. Oh, fuck, Mann. Das ärgert mich. 3 Elfmeterschießen verloren von 4. Und wir haben auch einen verschossen, das muss ich mir angreifen lassen. Wir haben einen verschossen, der letzte war super scheiße geschossen, aber so wollte ich ihn auch nicht schießen. Nee, Gonalons haben wir glaube ich noch hier, ne? So, Wagner. Schauen wir mal, was du dieses Mal machst. Ach, Mann, Mann, Mann. Bitter, bitter, bitter. Schon wieder im Elfmeterschießen rausgeflogen. Und wir haben bisher echt nicht viele Spiele gewonnen von den ersten Spielen. Ach du Gott, was für ein Sturm. Neymar, Lukas und Cavani, aber auch Verratti, 87er. Basagli, Benatia, okay, der 75er Linksverteidiger, da sticht ein bisschen hervor. Okay, wir gehen auf Defensiv, wir spielen gut, wir versuchen vor allem defensiv sehr stabil zu stehen, zu Null zu spielen, wichtig, und machen vorne Tore. Danke, Schiri. Ich sag ja, man merkt es bei der Ballkontrolle. Vielleicht war einfach das Glück im ersten Spiel, wo es so abging, dass der Gegner da einfach nicht gut mitgespielt hat. Wahrscheinlich wird ihm die schwache Ballkontrolle wirklich zum Verhängnis. Nicht die Pace, sondern einfach nur die Ballkontrolle. Sehr gut. Aber ich mache dir jetzt mal das erste Tor nach einer Ecke. Nicht so aus. Schiri schon wieder im Weg. Also es ist krass, wie oft in letzter Zeit der Schiri im Weg stand. Sehr gut. Wir sind jetzt Zuber auf der anderen Seite, haben die Position gewechselt. Hätte ich nur den Freistoß genommen. Schön den Vorteil umsonst genutzt. Also nicht benutzt, gar nicht. Ja, Mann. Wieder Zuber auf der Seite. Stimmt, und einen schwachen Pass hat er auch noch, der Wagner. Also wenn er jetzt in dem Spiel mich wieder nicht überzeugt, dann wird er wahrscheinlich sogar schon rausfliegen. Dann wird er wahrscheinlich einfach Aubameyang dann nehmen und danach wieder Volland. Sehr gut gemacht. Ich glaube, Ginter war's.
Jetzt ist Kramaric wieder auf der richtigen Seite. Mist. Oh, Lukas ist schnell und da bekommen wir ihn noch geklärt. Hätte einfach mit Cavani schießen sollen. Ich glaube, er war ein bisschen überrascht, wie gut er zum Tor stand. Glaube, das Problem, was ich gerade mit Wagner ein bisschen spüre, ist, ich versuche auch immer mit ihm dann was zu machen, mit ihm was zu schießen, aber das ist natürlich nicht schlau. Man darf es ja nicht erzwingen. Das Einzige, was ich jetzt auf jeden Fall häufiger mache, ist halt reinflanken. Aber das war in der Situation jetzt auch nicht so richtig. Schade. It's in the game. Ja, schon wieder. Boah, ey, die Ballkontrolle, das kann man so vergessen. Man macht halt nichts, da braucht halt ewig, um dann irgendwie den Ball noch um sich zu drehen. So, weiß auch nicht. Das ist halt logisch bei den Werten, aber das ist mir im ersten Spiel überhaupt nicht aufgefallen. Oh, Freunde. Pässe kommen logischerweise auch scheiße. Ja, sorry, aber er musste jetzt irgendwie noch Tore machen in dem Spiel oder Vorlagen. Ansonsten war es das, weil er nimmt mir hier auf jeden Fall spielerische Möglichkeiten und Chancen. Oh, schon wieder. Naja, es war auch keine gute Situation. Ist egal, komm, spielen weiter. Nicht aufregen. Aber Glück. Hat er mit seinen Flanken die ganze Zeit, vor allem auf Neymar und sowas, die sind doch nicht kopfballstark. Zum Abschluss gekommen. So, Wagner, jetzt, das habe ich halt gemeint. Also wenn jetzt zum Beispiel Wagner hier noch in jedem Spiel einen Kopfballtor nach einer Ecke gemacht hätte, dann wäre es auch noch was anderes. Aber das hat er leider bisher auch nicht gemacht. Man muss aber auch zugeben, dass die Flanken einfach nie auf ihn kommen, obwohl ich da genau hinziehe. Was soll ich machen? Die werden einfach, wird einfach nicht angespielt, der Wagner. Aber ich merke es halt. Also ich habe jetzt schon drei große Möglichkeiten, wo ich gedacht hätte, ja, mit Wagner hätte man noch schnell die Drehung machen, den Pass spielen und hat einfach immer verkackt. Schade. Also ich denke, Wagner braucht wahrscheinlich noch zwei Infos, bevor er wirklich interessant und spielbar wird. Weil wenn er jetzt noch zwei weitere Infos bekommen würde, würde er wahrscheinlich auch ein deutlich besseres Dribbling, also Abwehr stehen wir gut, deutlich besseres Dribbling mitbringen. Aber man müsste halt immer Pace boosten. Man kann einfach nicht mit so einer Pace ungeboostet spielen. Wäre auch interessant zu wissen, wie er sich. Wobei, es wäre interessant zu wissen, wie er sich spielen lassen würde, wenn man ihm wirklich Sniper gibt, also Dribbling und Schuss. So dann wenigstens. Aber ich denke, selbst da braucht er noch mindestens eine Inform. Und da muss man halt einfach auf die Pace komplett verzichten, denke ich. War doch kein Foul. War doch Ball. Naja, wenigstens kein Elfer.
gell? Da war aber Wagner halt auch einfach zu langsam wieder, da war der Pace wieder ein Problem. Schön gemacht. So, jetzt flank doch bitte mal auf Wagner ran, geht's bitte. Wie man es macht, ist es verkehrt. Oh, wir haben gerade mit Toprak. Ah, kein Körper. Wir haben gerade mit Toprak Neymar eingeholt. Nice. Das war natürlich auch nicht schlecht. Oh, da steht noch einer und der Pass geht zu weit. Komischer Trick, hat gar nichts gebracht. Okay, okay, das ist halt krass, das ist halt krass. Das habe ich halt gemeint, weil ich habe einfach nur auf Schießen gedrückt und ins Eck und er macht ihn halt einfach mit Direktabnahme rein. Das erwarte ich ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht, ob diese Situation im Spiel oft genug vorkommen, dass dann Wagner einfach wirklich seine unglaubliche Abschlussstärke gerade in der Box ausspielen kann. Das ist halt das Problem. Aber wenn er jetzt logischerweise, wenn wir jetzt logischerweise das Spiel gewinnen wegen ihm, wegen seinem Tor, dann bleibt er auch noch ein Spiel länger drin. Das ist klar. Also so gerecht, so fair muss ich schon sein. Meinen Spielern gegenüber, sonst kommt ja keiner mehr in meinen Verein, wenn sie merken, der Trainer belohnt Leistung nicht und hat persönliche Favoriten. Deswegen lasse ich das mal lieber und belohne logischerweise Leistung und stelle nicht nach Liebling auf. Wobei ich mag eigentlich auch Sandro Wagner, von daher. Ja, dann hat man es wieder gemerkt, super träge halt. Dem kann man halt auch keinen geilen Doppelpass oder sowas aufziehen, wobei das habe ich schon geschafft im ersten Spiel, aber ich glaube, da war auch viel Glück und Unvermögen des Gegners mit dabei. Ja, hab mir schon gedacht, dass da irgendwie sowas kommt. Oh Mann, das war wieder zu leichtsinnig, der Verlust, der Ballverlust. Das macht Hector krass gegen Neymar. Da habe ich schon leider gedrückt und es klappt sogar noch. Wir bleiben in Ballbesitz, da haben wir Glück gehabt. Bitte kein Abseits, ich glaube, es ist Abseits, ja. Super, passt doch mal ein bisschen mit auf. Kann auch nicht alles machen. Ah, ist eine gute Idee, jetzt hier Lemar einzuwechseln. Ich nehme mal Kramaric raus, hat ein bisschen weniger. Und vom Gefühl her nehmen sich Zuber und Kramaric nicht so viel. Auch wenn jetzt Zuber schon zwei Tore gemacht hat, aber das hat er in einem Spiel, wo wir, glaube ich, generell viele Tore gemacht hatten. So, komm, zu Null spielen, das ist doch schön, zu Null spielen. Der Gegner hat nur einmal geschossen in der ersten Hälfte und dann auch noch ein Nebenstor. Oh, wenn er einen Tick schneller wäre, dann hätte er den Ball gehabt, Wagner. Sehr gut. Ah, keine Power mehr. Da war noch zu viel Schwung drin, schade. Muss ich aber, denke ich, auch einfach direkt passen, dann passiert da nichts. Okay, danke, dass Toprak so gut mitläuft.
Jetzt kein Gegentor mehr fressen. Ich gehe mal auf sehr defensiv. Oh, 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 oh. Oh, ich wollte gerade sagen, ich wusste zumindest, dass der Gegner jetzt zum Kopfball kommt, weil mein Spieler wieder komplett scheiße zum Gegner stand. Das war eigentlich klar, dass er zum Kopfball kommt, aber glücklicherweise schwacher Kopfball direkt auf den Torhüter. Oh, das hat er gut verteidigt. Aber er hat Schmelzer außer Augen gelassen. Schade. Ja. Hab's probiert, aber da ging dann auch nicht mehr so viel anderes, meiner Meinung nach. Das war ein schwacher Pass, sehr schön. Gut, da haben wir Glück. Komm. Haben wir nochmal Glück. So, okay, jetzt fällt mir gerade auf, da sollte man nichts mehr anbrennen lassen und ein bisschen auf Zeit gehen. Boah, nicht Wagner so dumm anspielen. Scheiße, ah, das müsste gewesen sein. Ja. Ja, wir haben 1-0 gewonnen. Wir haben durch das Tor von Wagner gewonnen. Und ich habe es gesagt, dann bleibt da logischerweise noch ein Spiel. Wobei er sich echt kacke anfühlt, muss ich zugeben. Sobald er irgendwie am Ball ist und nicht schießen kann, wenn er sich noch drehen muss oder so, es ist einfach kein guter mitspielender Stürmer. Das ist scheiße, Mann. Also eigentlich schon eher so ein Stürmer, den man nimmt, um... was? Wieso habe ich denn keine Vorlage? Oder ist er ausgewechselt worden? War das Grammarisch mit der Vorlage? Ja, genau. Ist auch bester Spieler Kramaric, also Man of the Match, obwohl er ausgewechselt wurde, wie es aussieht. Ja. Und was wollte ich sagen? Ach, mir fällt gerade was ein, wir müssen mal die Spielerrollen neu machen. Das mache ich jetzt direkt. Ach, wir haben jetzt, glaube ich, 5 Spiele gemacht und nur 2 gewonnen, ne? Oh, bitter, bitter, bitter. Und von diesen 3 verlorenen hätten wir eigentlich alle 3 gewinnen können, beziehungsweise das eine von den 3, also 2 hätten wir gewinnen können oder müssen, und das eine Spiel hätte in die Verlängerung gehen müssen. Aber ich hätte eigentlich 2 mehr gewinnen sollen, deswegen ein bisschen ärgerlich. So, Hector hat noch ein Spiel, aber es gibt einfach keinen preiswerten anderen Mittelfeldspieler, den ich da nehmen will. Wir gucken trotzdem gleich nochmal. Aber erstmal machen wir die Spielerrollen. So, Arangis, langer Freistoß, Zuber, Kramaric, macht den Elfmeter, okay. Dann machen wir das gleiche nochmal schnell in der Calcio. So, Lichtsteiner, Brozovic, Felipe Anderson, Gulam, Elfmeter, okay. Und hat da nicht einer gefehlt? Warum war denn da Platz? Wer fehlt denn hier? Aber wir können schon mal, da ich gerade keinen zweiten Wechsel forciere oder keinen zweiten Wechsel unbedingt brauche. Oder wollen wir mal schon den zweiten Wechsler mit reinnehmen, gerade defensiv. Haben wir denn durch Zufall irgendjemanden, der das Sinn macht? Ja, Leihspieler bin ich eigentlich keinen. Wobei, da könnten wir, ja, aber eigentlich hat Kelter so scheiß Abwehrwerder, dass er ja überhaupt gar nichts defensiv reißen würde. Nee, da müssten wir uns erst einen kaufen, da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Von daher können wir schon mal... Volland eigentlich wieder reinpacken.
Und wir müssen Higuain in der anderen Mannschaft reinstellen. Sonst vergesse ich das noch. Hier fehlt da auch jemand. Donnarumma. Ne. Wie gesagt, Higuain. So. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal ganz schnell, ob es doch irgendwas Interessantes in der Bundesliga gibt für die Sechserposition. Ich weiß gar nicht, habe ich schon mal geguckt, wie es mit dem ZMs aussieht. Manchmal gibt es da ja auch geile. Gehen wir mal. Ach so, wir können aber trotzdem noch mal schnell gucken, ob es einen preiswerten Musacho gibt mit Anchor oder. Also Shadow müsste schon ultra billig sein, damit ich ihn nehme. 6,8. Gibt's gar nicht zur Zeit. Ja, ich gehe ganz raus, ich trottel. Was wollte ich gucken? Genau, wir wollten gucken, ob es interessante. ZMs oder besser noch ZDMs gibt. Fangen wir mal mit ZDM an. Na komm. Wen haben wir denn da? Da haben wir Weigel, den brauche ich nicht. Hector haben wir schon. Silberspieler sind egal. Camacho, nein. Das sieht man eigentlich schon an den Werten, die da auftauchen. Da gibt es einfach noch keinen in der Preisrange. Ich meine, 10.000 ist ja jetzt, oder bis 10.000 ist ja jetzt schon nicht schlecht. Gilavogie könnte man halt noch testen. Für Hector ist wahrscheinlich der bessere Sechser, aber Hector der bessere Mitspielende. Und Hector macht eigentlich auch einen guten Eindruck. Da gefällt mir eigentlich bisher. Ja, leider gibt es da keinen. Wir gucken mal noch bei der ZM. Was es da so im Angebot gibt. Keita ist einfach nicht abwehrstark genug. Campbell kann man vergessen. Castro auch eher ein ZM als ein ZDM. Wäre jetzt auch keine wirkliche Verbesserung, denke ich. Götze sowieso nicht. Götze ist ein ZM in FIFA 18? Das wusste ich gar nicht. Mit 88 Dribbling halt immer noch krasse Dribbelwerte. Forsberg ist auch ein ZM oder ist er nur als ZM? Ich denke mal, er wurde nur zum ZM gemacht, oder? Da ist doch kein ZM eigentlich. Das ist doch ein ZOM. Tja, das war's dann auch mit den Mittelfeldspielern. Ich gucke jetzt mal noch auf 20.000, einfach Interesse halber, was es da so gibt. Vielleicht gibt es ja schon einen, der mich schockt und wo ich sage, okay, da wird eh nicht so viel im Preis fallen. Ein Bronzespieler, okay, ja, das macht Sinn. So, Arnold taucht da plötzlich auf. Aber alles, was dann wahrscheinlich in die Richtung Goretzka etc. geht, ist einfach noch viel, viel teurer. Und deswegen lohnt das nicht. Was kostet denn Junusovic bitte so viel? Nee. Gehen wir nochmal schnell auf die ZDM-Position. Für den Preis. Da tauchen aber auch keine neuen auf, wie wir sehen. Tja, leider ist der Sprung dann, wie man sieht, sehr, sehr hoch, sehr, sehr teuer. Deswegen können wir da erstmal nichts machen. Ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.